In Amerika könnte eine sagenumwobene Kreatur lauern. Ich sah rote Augen, die mich anstarrten. Ich fühlte, dass mein Leben in Gefahr war. Wer sich nachts raustraut, sollte auf der Hut sein. Ich bekam Panik und musste sofort weg. Mein Onkel hatte nie Angst in den Wäldern, bis zu diesem Tag. Lange galt es als reine Fantasie, doch neue Indizien deuten darauf hin, dass dieses Wesen vielleicht wirklich existiert. Es hatte nichts Menschliches an sich. Es berührt unsere Urängste. Diesmal untersucht das Team von Monster Quest die Wälder Amerikas. Hast du das gehört? Da hinten hat sich was bewegt. Nach Werwölfen. Es war zum Nervenverlieren. Auf der ganzen Welt berichten Augenzeugen von rätselhaften Kreaturen. Sind sie real oder nur Einbildung? Die Wissenschaft sucht nach Antworten. Bei Monster Quest. Der mittlere Westen wird auch das Heartland Amerikas genannt. Die hier gelegenen US-Bundesstaaten sind voller kleiner Städte, abgelegener Farmen und dichter Wälder. Es gibt aber auch einen alten Mythos, der zum neuen Leben erwacht ist. Ich würde sagen, es war 2,10 Meter bis 2,30 Meter groß. Der Kopf war groß und es sah nicht aus wie ein Bär, sondern mehr wie ein Wolf. Es muss gut dreimal so groß wie ich gewesen sein. Sein Gesicht ist eher hundeartig, sein Oberkörper eher menschenartig. Augenzeugen berichten, dass sie eine Bestie mit dunklem Fell gesehen haben. Sie ging auf ihren Hinterbeinen und war aufgerichtet über 2,10 Meter groß. Mit ihren mörderischen Reißzähnen und messerscharfen Krallen würde die Kreatur ihre Opfer töten. Sie sei so stark, dass sie selbst 600 Kilo schwere Tiere leicht überwältigt. Ihr Heulen ist markerschütternd. Die Einheimischen nennen sie den Werwolf. Ich dachte, was in Gottes Namen ist das? Es war eine Nacht im Spätherbst auf einer verlassenen Landstraße. Steve Kruger, ein Mitarbeiter der Naturschutzbehörde, entfernte einen Hirsch von der Straße, der von einem Auto totgefahren worden war. Ich saß im Truck, um den Papierkram zu machen und spürte plötzlich eine kleine Erschütterung. Ich nahm an, dass es der Wind war und achtete zuerst nicht weiter darauf. Dann wurde der Truck stärker erschüttert. Es war ein heftiges Rütteln. Jetzt war ich aufgeschreckt. Etwas machte sich an der Ladefläche von Krugers Pickup zu schaffen. Ich schaute in den Rückspiegel und sah etwas, das wie eine Kreuzung aus einem Bären und einem Wolf aussah und sich hinten auf die Ladefläche runterbeugte. Es sah aus, als ob es nach etwas suchte. Kruger hatte so etwas noch nie zuvor gesehen. Ich bekam totale Panik und wusste, dass ich da sofort weg musste. Ich legte den Gang ein und gab Vollgas. Kruger raste los, um zu entkommen. Mit Erfolg. Aber die Kreatur hatte vorher noch den Tierkadaver aus dem Truck gezogen. So etwas hatte ich vorher noch nie gesehen. Es hatte eine lange Schnauze, wie ein Bär. Nur länger. Es hatte schwarzes Fell und war sehr kräftig. Auf dem Kopf hatte es ein paar große, spitze Ohren. Die Biologin Peggy Callahan ist fasziniert von Werwolf-Geschichten, aber auch skeptisch, dass das, was die Augenzeugen gesehen haben, tatsächlich ein unbekanntes Wesen ist. Auch größeren Gruppen von Menschen kann die Einbildungskraft einen ordentlichen Streich spielen. Sie glaubt, dass viele der Augenzeugenberichte einfach auf einer falschen Identifizierung beruhen. Callahan meint, dass die einst seltenen, aber mittlerweile wieder sehr häufigen Grauwölfe, auch Timberwölfe genannt, als Werwölfe gesehen werden. Es könnte gut sein, dass die Leute einen Wolf, der auf seine Hinterbeine gesprungen ist, damit verwechseln. Vielleicht überschätzen sie auch sein Gewicht. Das kann jedem passieren unter Adrenalin. Da meint man, es ist ein Riesentier. Callahan glaubt, dass alte Volksüberlieferungen und solche Fehleinschätzungen der Nährboden des modernen Aberglaubens sind. Ich war schon als Kind von Wölfen fasziniert und habe diese ganzen Werwolf-Geschichten genau wie die anderen verschlungen. Wenn jemand ein Tier beschreibt, das längere Zeit am Stück auf seinen Hinterbeinen geht, nicht nur ein paar kurze Schritte oder ein kurzes Hochspringen, dazu zwischen 1,50 Meter und gut 2,10 Meter groß ist, furchtbar stinkt und seine Vorderpfoten fast wie ein Mensch benutzt, kann ich keinerlei Erklärung liefern. Aber es ist physisch unmöglich, dass ein Wolf und ein Mensch zu einem Mischwesen verschmelzen. Deshalb bin ich überzeugt, dass der traditionelle Werwolf nicht existiert.
I'm gonna tell you it doesn't exist. Der Manistee Forest in Michigan ist über die Jahre zum Epizentrum der Berichte über Werwölfe geworden. Allein im letzten Jahrzehnt gab es über 100 solcher Fälle. Der fesselndste davon ist eine Begegnung, die auf grobkörnigem Super-8-Film eingefangen wurde. Wenn der Film echt ist, lässt er sich nicht erklären. Monster Quest wird seine Suche nach der legendären Kreatur in diesem gut 320 Hektar großen Nationalpark beginnen, gut 350 Kilometer von Detroit entfernt. Das Team hat sein Basislager nahe der Stelle aufgeschlagen, wo das Filmdokument gedreht wurde. Das ist der Baldwin Luther Swamp, ein Sumpfgebiet, das knapp 4 Kilometer lang und gut 3 Kilometer breit ist, sehr abgelegen. Mark Peterson, ein professioneller Fährtensucher, wird die Expedition in die Wälder anführen. Ich habe hier Wegpunkte markiert, wo meiner Meinung nach Tierwanderrouten liegen. Ebenfalls dabei ist John Warren, ein Mitglied des Potawatomi-Stammes. Er kennt sich mit lokalen Werwolf-Legenden aus. Ist es ein Werwolf? Ich weiß es nicht, aber ich habe dieses Wesen schon gespürt, bevor wir hierher kamen. Raven Mindell, eine Kryptozoologin, die die Orte der Sichtungen bereits untersucht hat, hilft mit. Ich denke, mit so einem Forscherteam haben wir sehr gute Chancen, hier etwas zu finden. Sie beginnen ihre Suche, indem sie nach Beweisen dafür suchen, dass das Monster in diesem Gebiet jagt. Ich hoffe, in diesem Gebiet zumindest eine große Anzahl von Wölfen zu finden. Also werden wir erstmal nach ihren Nahrungsquellen, Wasserstellen, Wanderrouten etc. etc. suchen. Es ist sehr, sehr raues Gelände. Aber wir können nicht am Rand bleiben. Wir müssen unbedingt in das Hinterland vordringen. Also hoffentlich kommen wir durch. Beginnen wird das Team an einer Stelle, an der es schon mehrmals zu Sichtungen kam. Sie beschließen dort, eine Reihe von Kamerafallen zu installieren, um die Tiere nachts zu beobachten. Das schlechte Wetter, für das die Gegend berüchtigt ist, war schon vorher problematisch. Als ich zum ersten Mal hierher kam, um das Gebiet auszukundschaften und erste Kameras aufzustellen, war das Wetter grauenhaft. Dauerregen und Sturm, wodurch sich die Tiere natürlich wenig bewegt haben. Aber ich habe da eine Fährte gefunden, zu der wir unbedingt zurück müssen. Aber als das Team tiefer in die Wälder vordringt, bleibt einer ihrer Wagen liegen. Wir müssen ihn rausschleppen. War ein bisschen tiefer als erwartet. Das Team bekommt Unterstützung von ein paar Jägern, die erzählen, dass sie in diesem Gebiet einen riesigen toten Wolf gefunden haben. Als ich oberhalb der Straße meine Blockhütte baute und wir noch keine Türen drin hatten, kamen wir einmal hoch und fanden einen toten Wolf in der Hütte. Wir fanden knapp 14 cm lange Spuren. 14 cm? Ein echt großer Wolf, vielen Dank. Gern. Wir packen es. Die Geschichte scheint die Vermutung zu bestätigen, dass die Augenzeugen nur einen normalen, vielleicht sehr großen Wolf gesehen haben. Peterson beschließt, die restlichen Kamerafallen in der Nähe aufzustellen. Ich habe noch eine Kamera, die ich aufstellen will. Baut ihr doch derweil das Lager auf. Drei Nachtsichtkameras mit Bewegungsauslöser werden entlang der Tierrouten platziert, mit zusätzlichen Lockstoffen als Köder. Das ist Urin von einer läufigen Wölfin. Ich träufle ein paar Tropfen davon direkt vor die Kameras, in der Hoffnung, so einen Wolf anzulocken. Werden Sie die anderen rufen, wenn Sie das riechen? Nein, nur nachschauen, welcher andere Wolf sich in diesem Gebiet rumtreibt. Ein läufiges Weibchen wird nahezu jeden von Ihnen anziehen. Heute Nacht werden wir losziehen und jede Menge Wolfsgeheul abspielen, um eine Reaktion zu bekommen. Wir werden mitten in der Nacht da draußen sein. Wie geht es euch damit? Ich denke, Sie wissen, dass wir hier sind. Ja. Es fühlt sich hier draußen echt unheimlich an. Wir haben zwar keine Angst vor der Dunkelheit, aber es liegt einfach in der Natur des Menschen. Eine Urangst. Man hat Angst, selbst wenn man glaubt, man hat keine. Ich glaube noch immer, dass wir es hier mit etwas zu tun haben, das unsere Absichten erahnt. Was erwartest du?
Ich frage mich, ob es interdimensionale Geisterwesen sind. Diese Werwölfe umgibt etwas Unheimliches, das definitiv weit über die normalen Urängste hinausgeht. Ich denke, wenn es ein Werwolf ist, ist es ein Formwandler. Aber vielleicht etwas anders als die Formwandler, die ich gewöhnt bin. Ich bin neugierig. Wie sieht ein Formwandler aus? Meistens nehmen sie die Form von Eulen oder Bären an, manchmal auch von Katzen. Ich habe das Gefühl, dass schon das Sprechen über sie sie zu uns holt. Monster Quest durchsucht den mittleren Westen der USA. Beweisen die seltsamen Sichtungen, von denen hier immer wieder berichtet wird, vielleicht tatsächlich die Existenz einer mythischen Kreatur? Geschichten über Werwölfe oder Lykanthropen reichen zurück bis in das antike Griechenland. Das Wort Lykanthrop geht auf einen grausamen König namens Lykaon zurück, der Kinder töten ließ und damit den Zorn von Zeus herausforderte. Zur Strafe verwandelte Zeus Lykaon in einen Wolf. Bis zum Mittelalter hatte sich der Volksglaube über Werwölfe in ganz Europa verbreitet. Manche glaubten, dass der Biss von einem Wolf einen Mann, sobald der Vollmond aufging, in ein blutdurstiges Monster verwandeln konnte. Während die Bestien ihre menschlichen Opfer jagten, konnte man ihr gespenstisches Heulen kilometerweit hören. Wölfe waren damals in Europa noch sehr häufig und machten den Menschen sehr viel Angst. Deshalb entstanden diese ganzen Märchen, die bis in unsere Zeit überliefert wurden. Der Glaube an Werwölfe war damals sehr weit verbreitet. In Frankreich führte die Angst vor diesen Kreaturen dazu, dass man besonders brutale Mörder für Bestien hielt, die sich von einem Menschen in einen Wolf verwandeln konnten. Tausende wurden beschuldigt, Werwölfe zu sein. Viele von ihnen wurden nach einem Prozess auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Kleine Kinder und Babys begannen plötzlich aus ihren Wiegen zu verschwinden und wurden nie wieder gesehen. Jean Grenier war noch ein Teenager, als er verhaftet wurde. Man glaubte, dass er ein Werwolf war und beschuldigte ihn, für das Verschwinden von mehr als einem Dutzend Kinder verantwortlich zu sein. Die Menschen waren in Aufruhr, weil ihre Kinder gekidnappt und später halb aufgefressen gefunden wurden. Zuerst dachten sie, dass irgendein wildes Tier ihre Dörfer heimsucht. Aber eine Überlebende einer solchen Entführung beschuldigte einen anderen. Ein junges Mädchen sagte aus, dass sie von einem 13-jährigen Jungen angegriffen worden sei, der sich wie ein Werwolf verhielt. Grenier wurde als hagere Gestalt mit einem spitzen Gesicht beschrieben und er war bekannt dafür, dass er auf seinem Rücken ein Wolfsfell trug. Er wurde verhaftet und gestand später den Dorfbewohnern, dass er tatsächlich ihre kleinen Kinder getötet und gegessen hatte. Das Gericht befand, dass dieser selbsternannte Werwolf das Opfer einer dämonischen Besessenheit sei. Anstatt ihn zum Tode zu verurteilen, sperrte man ihn in ein Kloster. Nach seiner Verhaftung hörten die Entführungen auf. Jean Grenier starb kurze Zeit später bis zum Schluss in dem Glauben, dass er ein Werwolf sei. Später besiedelten französische Pioniere den mittleren Westen. Sie brachten die Geschichten über Werwölfe mit. Schon bald erfuhren sie, dass auch bei den Ureinwohnern Geschichten über solche Kreaturen existierten. Wir würden ihn mehr als Formwandler deuten, eine Person oder ein Wesen, das verschiedene Gestalten annehmen kann. Das Formwandeln hatte zu bestimmten Zeiten einen ganz praktischen Zweck, um in Kriegszeiten seine Feinde zu terrorisieren und ihnen Angst einzujagen und so unser Stammesgebiet zu schützen. Für viele amerikanische Ureinwohner ist es tabu, über die Formwandler zu sprechen. Wir nennen sie übrigens nicht Formwandler, sondern Modosa. Je mehr du über sie sprichst, desto mehr rufst du sie herbei. Es haucht ihnen neues Leben ein und führt dazu, dass sie zu dir kommen. Seit damals gab es in dieser Region immer wieder Sichtungen. So viele Menschen erzählen, dass sie eine weitgehend gleiche Kreatur gesehen haben. Häufig haben mehrere Personen gleichzeitig so ein Wesen gesehen, was Halluzinieren als Erklärung ausschließt. Oft haben sie auch zur selben Zeit mehrere solcher Kreaturen gesehen. A cool summer morning in early June is when the legend began.
at a nameless logging camp in Wexford County, where the Manistee River ran. 1987 inspirierten die Werwolf-Geschichten den Radio-DJ Steve Cook aus Michigan dazu, einen Song namens The Dogman zu schreiben. Everything let out an unearthly scream and came out and stood upright. Nachdem der Song herauskam, löste er sehr großes Interesse an der Frage aus, ob dieses Ding wirklich real, also eine wahre Legende ist. Ich bekam jede Menge Berichte von Leuten geschickt, in denen sie sagten, dass diese Kreatur existiert und sie das wissen, weil sie Beweise dafür haben. Sie schickten mir Fotos, Zeichnungen, Augenzeugenberichte und all sowas. ...2006 fiel Cook eine Spule Super-8-Film in die Hände. Eine Dame hatte sie bei einer Haushaltsauflösung gekauft, nicht absichtlich. Sie hatte eine Kiste voll mit Kram gekauft und da war zufällig auch dieser Film drin. Auf der Spule war ein kleines Papierschild, auf dem Gable Case stand und eine Nummer. Der DJ nannte ihn fortan den Gable-Film. Er ist etwas mehr als 3 Minuten lang und scheint über mehrere Tage gedreht worden zu sein. Das Material wurde vermutlich Ende der 1970er Jahre gedreht, wegen der Frisuren und den Autos, die man im Film sieht. Und dann wird daraus plötzlich etwas ganz anderes. Die letzten Bilder des Films könnten der Beweis für etwas sein, das lange Zeit nur als Legende galt. Dann sieht man dieses Ding im Unterholz. Anscheinend steht es auf allen Vieren auf einem Hügelkamm. Und plötzlich läuft es los und kommt direkt auf den Kameramann zu. Es sieht aus wie ein aggressiver Angriff. Und es ist sehr gruselig. Monster Quest hat sich eine Kopie des Films besorgt. Der Filmexperte Peter Schmitz wird ihn zum ersten Mal analysieren, um zu bestimmen, ob er echt ist. Man sieht Fussel und andere Teilchen, was meiner Erfahrung nach sehr typisch für alte Super-8-Filme ist. Für mich sieht das Video definitiv nach Anfang oder Mitte der 70er Jahre aus, aufgrund der Autos und der Schneemobile, die im Bild auftauchen. Dann analysiert Schmitz die Kreatur. So wie dieses Wesen sich bewegt und immer wieder die Richtung ändert, sieht es für mich nicht nach einem Menschen in einem Kostüm aus. Die Bewegungsmuster der Vorder- und Hinterbeine sind zu natürlich, zu fließend. Wenn es doch ein Mensch in einem Kostüm war, hat er großartige Arbeit geleistet. Viele der Augenzeugen aus dem Mittleren Westen berichten auch von einem seltsamen Heulen. Sie sagten uns, dass wir nicht nach der Quelle des Heulens suchen sollten. Es war Vollmond, als dieses Paar außerhalb seines Farmhauses ein furchtbares Geräusch hörte. Es klang wie eine Mischung aus einem Wolf und einem menschlichen Schrei, gleichzeitig. Kurz danach nahm das Paar einen unerträglichen Gestank wahr. Es roch nach totem Tier. Vielleicht auch Blut. Davis öffnete die Vordertür, um nachzusehen. Gerade als ich rausgehen wollte, schaute ich kurz durchs Fenster und sah ein rotes Augenpaar, das mich aus dem Maisfeld anstarrte. Als unsere Blicke sich trafen, hatte ich plötzlich jeden Willen verloren, nach draußen zu gehen. Was er sah, war eine riesige, wolfartige Kreatur, die auf ihren Hinterbeinen stand. Ich würde sagen, es war 2,10 Meter bis 2,30 Meter groß. Der Mais stand nämlich damals 2,70 Meter hoch. Das Wesen verschwand im Maisfeld, aber das Paar konnte es noch immer hören. Ich konnte mindestens 2 Wesen im Mais hören, die bellten und sich anknurrten, ähnlich wie Hunde es tun. Aber an der Tonlage und Lautstärke konnte man hören, dass es definitiv keine normalen Hunde oder Kojoten waren. Das Expeditionsteam spielt Wolfsgeheul vom Band ab. Sie hoffen, aus der Dunkelheit, die ihr Lager umgibt, irgendwelche Reaktionen zu bekommen. Mir
ein Schauer über den Rücken gelaufen. Ja. Hörst du was? Ich höre, dass da was langkommt. Als ob etwas den Hügel runterkommt. Sie haben ihr Lager in einem Gebiet aufgeschlagen, wo schon mehrfach Sichtungen gemeldet wurden. Ich weiß ja, dass wir auf eine Reaktion warten, aber da unten hat sich eben was bewegt. Jede Bewegung ist gut. Ist sie das? Klar. Eine Antwort, da drüben. Klingt nicht wie ein Kojote. Nein, das war kein Kojote. Klang für mich wie ein Wolf. Ja. Es kommt näher, was immer es ist. Ja. Es kommt jetzt näher, sehr viel näher. Monster Quest ist in den mittleren Westen gereist, wo laut Augenzeugenberichten werwolfartige Kreaturen im Verborgenen lauern. Mein Onkel hatte nie Angst in den Wäldern, bis zu diesem Tag. Dave Schimeleski, ein leidenschaftlicher Outdoor-Fan, war zum Bogenschießen in einem abgelegenen Waldgebiet nahe des Manistee National Forest. Seine Nichte erzählt uns von seiner Begegnung. Als er gerade die Jagd abbrechen wollte, weil es anfing zu dämmern und dunkel wurde, hörte er plötzlich Geräusche, als ob ihm etwas folgte. Etwas bewegte sich durchs Unterholz, aber immer nur dann, wenn er sich auch bewegte, und es klang nach etwas Großem. Da draußen war irgendetwas, das sehr groß war und ihm folgte. Und er hatte nur Pfeil und Bogen dabei. Schimelewski lief so schnell er konnte zu seinem Auto. Am nächsten Tag war er neugierig, was ihm da wohl gefolgt war. Schimelewski kehrte an den Ort zurück und fand dort riesige Pfotenspuren mit 3 Krallen. Er machte Abdrücke davon und brachte sie zur Naturschutzbehörde von Michigan. Sie konnten nicht definitiv sagen, was ihm da gefolgt war. Er hat noch jahrelang darüber gerätselt. Gerade ein Schauer über den Rücken gelaufen. Die Lockrufe vom Band, die das Expeditionsteam abgespielt hat, haben Reaktionen ausgelöst, die sie nicht eindeutig zuordnen können. Hörst du was? Ich höre, dass da was entlangkommt. Klingt, als ob etwas den Hügel runterkommt. Das seltsame, wolfsähnliche Heulen wird leiser und das Team geht tiefer in den Wald hinein. Etwas antwortet. Es kommt näher, was immer es auch ist. Ja. Es kommt näher. Sehr nah. Hört ihr das? Es ändert die Richtung und kommt runter. Es kommt jetzt viel näher. Hört ihr sie? Oh ja, sie heulen. Was ist das? Kojoten und Wölfe sind natürliche Feinde, die sich gegenseitig bekämpfen und töten. Das Wolfsgeheul vom Band hat eine aggressive Reaktion ausgelöst. Irgendetwas scheint zwischen den Bäumen zu lauern. Ein Rudel Kojoten. Ja, sie sind auch nah, sehr nah. Toll, sie ziehen sich wieder zurück. Da ist noch ein anderes Rudel, das antwortet. Toll, das meine ich. Da ist ein ganzer Haufen von ihnen. So 25 bis 30 Tiere. Die sind zwar in der Nähe, aber noch weiter weg. Sie haben uns gehört und kommen jetzt auch her. Sie haben uns sprechen gehört und schleichen sich an, um zu sehen, was wir sind. Aha. Verstehe. Sie müssen herausfinden, was wir sind, bevor wir es tun. Das Wissenschaftlerteam hat mittlerweile den Gable-Film untersucht.
Die Wolf-Expertin Peggy Callahan glaubt, dass das Wesen im Film kein hundeartiges Raubtier ist. Der Haltung nach ist es ein Primat. Das ist weder ein Bär noch ein Wolf. Es hat den Körperbau eines Primaten und sieht aus wie ein Gorilla. Es hat diese kräftige Schulterpartie, die direkt in den Kopf übergeht. Das hat überhaupt nichts Kanidenartiges an sich. Nichts daran sieht wie ein natürlich vorkommendes nordamerikanisches Säugetier aus. Nichts. Die Analyse von Filmexperte Peter Schmitz hat etwas Merkwürdiges zutage gebracht. Hier scheint der Kameramann wegzulaufen und eine Sekunde später sieht man Zähne, die nach dem Kameraobjektiv beißen. Aber es gibt da keinen richtigen Übergang. Die Zähne kommen nicht nach und nach ins Bild, sondern sind plötzlich einfach da. Erst Landschaft und im nächsten Bild sind sie plötzlich da. Noch ein Bild weiter sieht es so aus, als ob die Kamera tiefer im Maul des Tieres drin ist. Und dann ein schwarzes Bild. Könnte das geschnitten und später eingefügt worden sein? Das ist gut möglich. Was ich wirklich gerne wissen würde, ist, wo dieser Film herkommt und ob das Original noch immer existiert. Anscheinend machte ein junger Mann die Aufnahmen. Man sieht ihn im Rückspiegel, kurz bevor diese Kreatur im Bild auftaucht. Dann ist da noch ein langhaariger Mann, der Holz hackt. In dem Film tauchen verschiedene Personen auf. Wo sind sie? Und wer sind sie? Und was können wir tun, um mehr über sie herauszufinden? Was ist ihr Motiv? Wenn dieser Angriff wirklich stattfand, frage ich mich, wo ist die andere Person aus dem Auto? Wir müssen noch mehr Untersuchungen durchführen. Ich will auf jeden Fall den Originalfilm sehen. Monster Quest erforscht die Wälder von Michigan, um den Berichten über Werwölfe nachzugehen. Ich fragte mich nur, was wohl so viel Schaden anrichten kann, dass ein Hausbesitzer anruft und sagt, jemand hat versucht, in mein Haus zu kommen. Deputy Sheriff Jeff Chamberlain wurde zu einer abgelegenen Blockhütte geschickt, um eine Anzeige von Vandalismus zu untersuchen. Als ich hier ankam, war der untere Teil der Fliegengittertür vollständig weggerissen. Es gab Spuren von Krallen und Bissen, Löcher, die anscheinend von Zähnen stammten. Auf der Außenwand der Hütte fand man tiefe Kratzspuren, die nur von einem riesigen Tier stammen konnten. Nach der Höhe der Speichel- und Blutspuren zu urteilen, musste sein Maul ein gutes Stück höher als mein Kopf liegen. Als ich dorthin kam, waren die Speichelspuren und das andere noch nicht trocken, sondern noch immer ziemlich feucht. Chamberlain zog die Naturschutzbehörde von Michigan hinzu, die an dem Tatort Spuren eines Tieres aus der Familie der Hundeartigen fand. Was es auch war, es musste sich noch immer dort rumtreiben. Das Team ist in Luther im Bundesstaat Michigan und sucht nach seltsamen Krallenspuren und übergroßen Pfotenabdrücken. Ich habe euch doch vom Luther Swamp erzählt. Ja. Der ist genau hier. Wir gehen jetzt zu einer kleinen Lichtung, die ich anschauen möchte. Eine kleine Erhöhung, die ich auf der Karte gesehen habe. Wir sollten auf jeden Fall ein paar Kameras aufstellen. Dann schauen wir mal, was wir hier finden. Okay, cool. Gut. Mark, wir suchen ja nach einem aufrechtgehenden, hundeartigen Tier. Wie würde das im Unterschied zu einem Tier jagen, das auf allen Vieren geht? Es gibt im Wesentlichen zwei Jagdarten. Überfall aus dem Hinterhalt und Hetzjagd. Wölfe zum Beispiel machen beides. Sie sind gut bei plötzlichen Überfällen, aber aufgrund ihrer Ausdauer und Belastungsfähigkeit und weil sie im Rudel jagen, auch sehr gut bei der Hetzjagd. Achtet genau auf eure Umgebung. Sucht nach Spuren oder auffälligen Dingen wie horizontalen Zweigen oder Bäumen. Wenn ihr auf Pfützen stoßt, seht besonders genau hin. Weil der Boden dort feucht ist, findet man dort besonders gut Spuren. Wartet mal eine Sekunde. Erinnert ihr euch noch, dass ich auf dem Hinweg diesen Ast aus dem Weg halten musste? Ja. Jetzt ist er weg. Irgendwas muss hier durchgekommen sein und ihn abgebrochen haben. Hier liegt er. Das ist der Ast, den ich für euch hochgehoben habe. Wir waren erst vor etwa einer Stunde hier.
John Warren, ein Mitglied des Potawatomi-Stammes, teilt dem Team mit, dass sie sich auf heiligem Boden befinden und sich respektvoll verhalten müssen. Ich bin heute hier, weil ich weiß, dass wir in euer Zuhause eindringen. Deshalb bringe ich euch eine kleine Opfergabe. Nur eine kleine, bescheidene Gabe, um euch Ehre zu erweisen und zu zeigen, dass wir keine bösen Absichten haben. Bitte heißt uns als Gäste willkommen. Falls ihr uns irgendetwas enthüllen wollt, zeigt es uns. Das wäre gut. Wir wollen das hier auf gute Weise tun. Wir sind hier, um etwas von uns mit euch zu teilen. Und vielleicht seid ihr ja auch willens, etwas von euch mit uns zu teilen. Hier führt ein kleiner Pfad hoch. Da es nur ein sehr schmaler Kamm ist, scheren die Hirsche hier aus und folgen die nächsten 45 Meter lieber dem Weg. Dann kommen sie wieder hoch auf den Kamm und folgen ihm weiter. Echt interessant. Obwohl sie jeden Weg nehmen könnten, den sie wollen, wählen sie den Weg des geringsten Widerstands. Echte Gewohnheitstiere. Ja. Das Gelände zeigt Spuren von Tieren. Es sind Hirschfährten zu sehen. Und das heißt mögliche Nahrungsquellen für größere Raubtiere. Das hier stammt von einem Hirschbock. Dieses Gebiet wird häufig von Weißwedelhirschen aufgesucht. Eine perfekte Nahrungsquelle für größere Lebewesen. Ja, perfekt für jedes Raubtier. Das Team findet auch Raubtierspuren. Das sehe ich sofort. Das ist Wolfskot. Könnte das von etwas stammen, das um die 125 Kilo schwer ist? Das ist nur halb so groß wie der Kot eines Wolfsrudels, den ich in einem anderen Gebiet in Nordminnesota gesehen habe. Deshalb glaube ich nicht, dass das hier von einem Monsterwolf oder einem sehr großen Wolf stammt. Aber es ist definitiv von einem Wolf. Monster Quest hat von einem anderen Film erfahren, in dem angeblich die Folgen des Aufeinandertreffens aus dem Gable-Film zu sehen sind. Das Wissenschaftlerteam hat zu beiden Filmen einige Fragen. Steve Cook, der Besitzer des ersten Films, behauptet, nichts von einem zweiten Film zu wissen. Ich fand das Timing der Veröffentlichung ziemlich verdächtig. Es gab einfach zu viele Dinge, die nicht wirklich zusammenpassten. Steve, wir haben den Gable-Film einem Experten vorgespielt und er sieht da eine Menge Verdächtiges. Wir beziehen keine eindeutige Position zu dem präsentierten Material. Ich bin nur Reporter. Ich gebe Ihnen das Material und sage, was ich gesehen habe. Dann müssen Sie es sich anschauen und selbst entscheiden. Um das Ganze tobt ja eine ziemliche Kontroverse. Viele Leute glauben aber, dass es echt ist. Ich habe es vor allem öffentlich gemacht, weil ich es interessant fand. Einfach ein interessanter Film. Fangen wir am Anfang an. Wie sind Sie an diesen Film gekommen? Die Vorgeschichte ist, dass er von einer älteren Frau bei einer Haushaltsauflösung gekauft wurde. Sie sagten Vorgeschichte. Es stimmt also nicht? Der Film ist nicht das, was er zu sein scheint. Video, that may be evidence of a werewolf. Der Datenverkehr auf meiner Website schoss plötzlich auf tausende Klicks pro Tag hoch. Und innerhalb einer Woche war es schon auf Dutzenden von Websites. Die Leute hatten es von YouTube runterkopiert und auf ihre Seiten gestellt. Es verbreitete sich rasend schnell. Nach dem, was damals im Internet passierte und im Hinblick auf das, was jetzt wahrscheinlich diese Sendung auslösen wird, habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, die Wahrheit zu sagen. Es ging weit genug. Steve Cook, der behauptet hatte, dass der auf seiner Seite gepostete Gable-Film bei einem Privatverkauf gefunden wurde, hat seine Geschichte geändert. Jetzt sagt er, dass er ihn von einem Maschinenschlosser namens Mike Agruza bekam. Der Song von Steve Cook löste 1987 eine echte Massenhysterie aus. Aber dadurch war es ein sehr lustiger Sommer. Die Leute hatten plötzlich Angst, in den Wald zu gehen. Deshalb beschloss ich 2007, die Story weiter auszubauen und zu versuchen, wieder so eine Massenhysterie wie 87 auszulösen. Agruza verrät uns, dass er eine alte Super-8-Kamera benutzte und extra alte Amateurfilme aus der Zeit studiert hat, um den Schwindel perfekt zu machen. Als Ausstattung benutzte er alte Fahrzeuge aus seiner Privatsammlung. Ich fand, dass der Film unbedingt so aussehen sollte, als ob er in den 70ern gedreht worden sei. Ich hatte ja schon diese ganzen antiken Spielzeuge hier rumstehen. Und meine Schneemobile, die ich schon seit Jahren sammle, passten auch perfekt in die Zeit. Und wie wurden die in dem Film benutzt? Meine Kinder fuhren mit den Schneemobilen herum, während ich sie dabei filmte. Das Ganze sah sehr nach einem alten Amateurfilm aus. Agruza sagt, dass seine Familie ihm half, den Film zu inszenieren. Amateurvideos und Filme sind typischerweise nur für die Familie von Interesse, die daran beteiligt ist.
Und ich wollte, dass der Film genau diesen Look hat. Es war einfach ein Dad, der seine Kinder und seine Familie filmte, bis plötzlich etwas Unerwartetes passiert und sie im Wald einer Kreatur begegnen, der sie folgen. Bis der Kameramann unglücklicherweise von ihr angegriffen wird. Agrusa selbst steckte in dem Kostüm. Ich hatte im Internet einen Anzug gefunden, direkt von der Stange, ein sogenannter Ghillie Suit. Ich fand, er sah sehr realistisch aus und ich versuchte ja, ein Werwolf zu sein. Als ich den Film zurückbekam und das erste Mal sah, bin ich echt ausgeflippt. Es sah so echt aus. Bei dem Angriff auf den Kameramann sah ich wirklich wie ein Tier aus. Ich war hochzufrieden damit. Dann brachte Agrusa Cook das Filmmaterial. Ich habe Steve Cook beschwindelt. Er hatte keine Ahnung, dass ich den Film gemacht hatte. Er kannte mich nicht, bevor ich ihn kontaktierte, nachdem ich zuerst versucht hatte, den Film selbst zu verbreiten. Er war überrascht. Ich glaube, er war sich nicht ganz sicher, was er von mir halten sollte. Aber nachdem Steve merkte, dass ich keine bösen Absichten hatte, zeigte ich ihm den Film und er gefiel ihm. Der Schwindel ging mit dem zweiten Film weiter. Ich fand es eine gute Idee, noch eine Folge zu machen. Deshalb drehte ich im Frühjahr 2008 Gable 2. Darin ging es um die Polizeiuntersuchung des Angriffs aus dem ersten Film. Ein Amateurfilmer bietet zufällig seine Dienste der Polizei an und bekommt so Filmmaterial vom Tatort. Ich fand es wichtig zu sehen, was ein paar Stunden danach passierte. Da ist die Leiche. Agrusa demonstriert, wie er den verstümmelten Leichnam kreierte, der in dem Film zu sehen ist. Viele Leute spekulierten, dass es echte Tiereingeweide gewesen seien, aber das war dann selbst für mich etwas zu blutrünstig. Er stellte die Eingeweide aus Isolierschaumspray her. Ich habe den Schaumstoffkörper mit Lumpen gefüllt und angemalt. Und er sieht doch richtig schön ekelhaft aus, oder? Viele Leute haben spekuliert, dass der Körper am Boden nur eine Schaufensterpuppe war. Einige meinten, dass es ein Kerl in einem Loch war und der Rest eine Attrappe auf seinem Rücken. Und die hatten recht, genauso war es. Ich habe ein Loch gegraben, bin hineingeklettert und meine Schauspieler haben dann die Attrappe hinter mir drapiert. Das Hemd verdeckt den Übergang vom echten Körper zu dem falschen aus Schaumgummi. Agrusa glaubt noch immer an die Legenden, die ihn inspirierten. Ich versuche für alles offen zu bleiben und wünsche mir das auch von allen anderen Menschen. Nur weil ich einen fiktionalen Film gemacht habe, beweist das ja nicht notwendigerweise, dass solche Dinge nicht existieren. Das Wissenschaftlerteam hat die seltsamen Abdrücke untersucht, die ein Augenzeuge angefertigt hat, der im Manistee Forest von einem großen Tier verfolgt wurde. Dieser Fußabdruck, den der Jäger fand, ist in fantastischem Zustand. Das Erste, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass es ein Mitglied aus der Familie der Hundeartigen ist. Nichts sonst hat diese Anordnung von Zehenkrallen und Fersenballen. Es ist ganz klar ein Vertreter der Kaniden. Es könnte ein sehr großer Hund oder auch ein Wolf gewesen sein. Ich werde ihn jetzt mit einem Abdruck von uns vergleichen, der definitiv von einem echten Wolf stammt. Sie sehen, es gibt einige Unterschiede. Dieser Abdruck ist länger. Dieser hier muss aus sehr tiefem Schlamm oder matschigem Untergrund stammen, damit er so einen vollständigen Abdruck mit Zehen und Ballen bekommen konnte. Wenn man in Schlamm tritt, ist der Fußabdruck ausgeprägter, egal was man ist. Die Experten sind sich sicher, dass der Abdruck von einem Wolf stammt, auch wenn sie die Art nicht bestimmen können. Wölfe folgen Menschen, das wissen wir. Sie sind sehr neugierig und machen das ständig. Das von dem Jäger beschriebene Verhalten klingt für mich sehr nach einem Wolf. Was nicht zwangsläufig bedeutet, dass der Jäger in Lebensgefahr war. Wenn ich das Risiko einschätzen müsste, dem der Jäger ausgesetzt war, würde ich basierend auf der Statistik sagen, nein, er war nicht in Gefahr. Wölfe können alleine einen Elch töten. Also wenn sie uns fangen und töten wollen, können sie das auch. Ich denke, wir sollten sehr darauf achten, dem Verhalten dieser Tiere nicht leichtfertig ein Motiv zu unterstellen. Das Expeditionsteam sichtet das Filmmaterial der bewegungsgesteuerten Kameras.
In der Gegend um dieses Sumpfgebiet herum waren wir sehr erfolgreich. Wir haben einen Bären, einen Kojoten, eine ganze Reihe Hirsche. Es gab sehr viel Aktivität in den Wäldern, was erstaunlich ist, weil es während der ersten drei Tage der Expedition regnerisch und stürmisch war und es nahezu keine Tierbewegung gab. Als amerikanischer Ureinwohner habe ich mich immer für einen sehr erd- und naturverbundenen Menschen gehalten. Aber bei dieser Expedition musste ich herausfinden, dass meine Verbindung nicht so stark ist, wie ich dachte. Es gibt da draußen Dinge, die ich mit meinem kleinen Verstand wohl nie erklären oder verstehen kann. Es berührt ganz klar eine Urangst. Es ist unheimlich. Jeder hat einen Beitrag geleistet und gemeinsam haben wir unsere Sache, finde ich, sehr gut gemacht. Wir sind auf eine Menge Tiere gestoßen, sehr viele Nahrungsquellen und Kot. Wir haben viele Sachen gefunden, die zumindest beweisen, dass es Wölfe in diesem Gebiet gibt. Die Untersuchung hat einige interessante Fakten über den sagenhaften Werwolf des mittleren Westens der USA zutage gebracht. Das Wissenschaftlerteam hat die umstrittenen Gable-Filme untersucht und herausgefunden, dass sie ein Schwindel sind. Der große Pfotenabdruck aus dem Gebiet wurde mit großer Wahrscheinlichkeit als der eines Wolfs identifiziert. Ja, das hier ist Wolfskot. Und das Expeditionsteam hat bewiesen, dass es in dem Gebiet, wo die Augenzeugen ihre angeblichen Begegnungen hatten, Wolfs- und Kojotenpopulationen gibt. Es ist groß. Wer kann sagen, ob es da draußen nicht doch etwas gibt, das wir nur nicht sehen, weil es nicht gesehen werden will? Wir Menschen sind nichts ohne unsere Fantasie und von Zeit zu Zeit wollen wir dafür neue Nahrung. Wenn es dort einen Werwolf gibt, sage ich als amerikanischer Ureinwohner, lasst ihn in Frieden. Wenn diese Kreatur existiert, will sie nicht gefunden werden.